Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. Ich sehe gerade, hier fehlt was. Ich habe es geschafft, dass ich die Ventilatoren hier unten alle dauernd schalte. Bisschen schwierig hier rauszukommen. Die dann funktionieren, glaube ich, auch. Alle drei. Jawohl, okay. So, die Ventilatoren laufen alle, hier oben auch, hier allerdings mit Redstone Torches. Muss ich gerade mal gucken, weshalb der hier aus ist. Den machen wir einfach so, dann läuft der auch wieder. So, also, alles sind an. Wenn wir jetzt hier oben die Monsterfalle aktivieren, ist ja das Licht überall aus, aber die Ventilatoren laufen weiter. Ja, genau so sollte es ja sein. Ventilator muss an sein und Monsterfalle dunkel. Ja, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das haben wir geschafft und damit haben wir dann eigentlich auch unsere Monsterfalle so, wie wir sie haben wollen. Und wir können hier jetzt mal zumachen und hoffen, dass das auch so funktioniert. Hier machen wir das Kabel wieder rein. Ist das ein Bug? Was ist denn jetzt? Alles dunkel. Soll es jetzt gerade dunkel sein? Ich weiß es nicht. Ja, und jetzt muss hell sein. Genau, und guck mal, da sind sogar schon die ersten Endermans. Und die fallen auch rein. Seht ihr? So, drei Endermans reingefallen. Also es funktioniert. Monsterfalle aktiv, das heißt Licht aus. Und jetzt gehen wir mal runter und schauen gerade. Du gehst mal weg. Sind zwei Enderperlen. Jo, jo, jo. So soll das sein. So, und ihr doofen Dinger, ihr verzieht euch jetzt mal wieder. Funktioniert auf jeden Fall. Vorschriftsmäßig. Und durch das, dass wir jetzt zwei Ebenen haben, sollten da auch deutlich mehr Mobs rausfallen. Alles irgendwie bekommen. Die ganzen Köpfe brauchen wir eigentlich auch nicht. Nein, jetzt habe ich das Loch weggehauen. Passiert mal. Hier.
So. Als nächstes Großprojekt werden wir wahrscheinlich probieren, wenn man stirbt. Enderperle gefahren. Wir werden probieren, eine Mähe zu bauen. Wahrscheinlich nur für den Speicher. Ja. Hey, Meterquarz, das nehmen wir doch mit. Nochmal Meterquarz. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass wir Enderperlen bekommen. Und das funktioniert. Ich habe jetzt hier nur so ein wirres System gebaut. Dass im Moment alles, was mal hier reinkommt. Das ist eigentlich völliger Schwachsinn. So, und ich habe auch rausgefunden, weshalb hier nichts mehr reingeht. Gerade ist ein Enderman gestorben. Aber keine Enderperle rausgekommen. Wir brauchen noch ein. Ah doch, hier. Hier. Jawohl, funktioniert also. Ein Item-Conduit. Gut, wir könnten hier auch mal in der Zwischenzeit. Den Itemfilter wechseln. Den habe ich sogar hier drin. Warum funktioniert da nichts? Achso, wahrscheinlich fehlt wieder Holz. Es ist unglaublich, wie viel Holz die Solarzellen verschlingen. So, Holz hauen wir jetzt einfach mal hier rein. Sollte hier nämlich eigentlich automatisch gecraftet werden. Die Solarzellen werden produziert, weil wir brauchen immer noch einen Haufen Solarzellen. 54 hatte ich ausgerechnet, das heißt 31 brauchen wir noch. So, hier kommt noch ein Item-Konto. Ach, deshalb habe ich das da nicht mehr. Egal, wir gucken mal, ob das trotzdem geht. Aha. Das ist jetzt ein Kreislauf hier. Ich glaube nicht, dass so viele Lootbags hier spawnen. Können das anders lösen, indem wir das hier oben laufen lassen.
Nee, wir lassen das einfach mit dem Pink da. Sieben Lootback Legendary. Okay, dann lassen wir das halt so. Wichtig, das Wichtigste, worum es mir ging, ist, dass wir von Enderman den Loot bekommen. Das ist jetzt nicht viel, aber wird vielleicht mit der Zeit noch mal zunehmen. So, was sagen die Solarzellen? Brauchen wahrscheinlich wieder irgendwelches anderes Zeug. Wie immer Aluminium. Ah, das war der hier. Okay, die Config ist drin geblieben, das ist sehr cool. Gut. Nein. Können wir hier noch ein bisschen reinmachen und dann holen wir uns hier noch ein bisschen Glas. Dann können wir das hier nämlich noch mal ein bisschen beschleunigen. Okay, Redstone Setting brauchen wir nicht. Und dafür würde ich gerne so ein Overclocker-Ding reinhauen. In den hier haben wir einen drin. Wir müssen mal den Induction Smelter upgraden. Induction. Hardened. Inver. Dann brauchen wir ein Electrum Gear. Und Invar. Dann brauchen wir die Maschine. Signalum, das kriegen wir auch noch hin. Ich hoffe mal, dass es das Richtige ist. Jawohl. So.
So, jetzt können wir den nämlich, Side-Config ist noch richtig, dann können wir den nämlich auch Redstone powern. Das lassen wir dann drin. Aber wir holen uns da oben noch das Goldteil. Wenn wir das dann da reinmachen, dann geht es schon ruckzuck. Braucht natürlich auch mehr Strom. Aber ich würde sagen, das ist es uns dieses Mal wert. So, falsche Maschine. Also wir können immer hier ein paar Schritte überspringen, das geht trotzdem viel schneller, wie wenn ich das selber mache. Weil die Maschinen einfach nicht so viel raushauen, wie wir da wirklich brauchen. So, das ist gut. 31, seht ihr? Und wir haben 17 Capacitor Banks. Die werde ich unten auch gleich wieder reinballern. So, wir haben gleich 1 Milliarde RF, die wir speichern können. Das ist der übelste Hammer. Also insgesamt werden es 2 Milliarden, über 3 Milliarden, also fast 4 Milliarden RF sein, die wir da unten dann zur Verfügung haben. Das ist so eine Menge. So, hier brauchen wir wahrscheinlich noch irgendwas. Ja, Dings brauchen wir. Redstone Reception Golds. So, und zack, gibt es noch ein paar neue Solarzellen. So, Schubs ein bisschen Platz gemacht. Schweinchen. Magnum Torch.
Zucker machen wir auch mal hier rein. So, dann holen wir da noch ein bisschen Sand, Stein. Den hier gibt es noch. Ach ne, Quatsch, die Uhr brauchen wir ja. 4 Enderperlen. Das könnten wir theoretisch machen. 8 Maß Speed. Ach, das wäre geil, aber ich glaube, das ist zu viel Strom, das wir da verbrauchen. So dass ich das vielleicht doch sein lasse. Wo kommt denn der jetzt her? Wo kommt denn der Kopf her? Pflanze ich dich halt dahin. So, da ist noch genug Sachen drin. Das mit den Enderperlen klappt, der ist ja rein. Haben wir schon wieder 9. Gut, also, das war's auch schon wieder von der heutigen Folge Sky Factory. Ich bedanke mich bei euch wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es war informativ für euch. Wir machen hier noch ein bisschen Vibrant Alloy. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Sky Factory. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao.